Was ist das denn bitte? Ein 4 mm kleines Stück Holz bewegt sich auf gespenstische Art und Weise, dachte ich so. Und dann bin ich mal mit dem Makroobjektiv ran und siehe da, da wohnt jemand. Ja, Wahnsinn. Ich habe dann recherchiert und habe mir sagen lassen, das ist eine Sackträgerlarve. Das ist also die Larve eines Schmetterlings, dessen Larve sich nach dem Schlüpfen aus dem Ei sich einen Kokon baut. Den sieht man hier. Ja, und diesen Kokon verlässt sie im Prinzip auch nicht mehr. Sie bewegt sich samt diesem Kokon fort. Sie frisst in diesem Kokon. Das ist sozusagen ihr Zuhause. Ja, und hier sieht man mal, wie winzig diese Larve ist im Vergleich zu einem 5 cm langen Streichholz oder einer Büroklammer. Die Larve hat sich inzwischen weiter bewegt und ruht sich jetzt auf einem Stück Holz aus. Und wenn man mal genau hinschaut, am Kopf dieser Streichholzspitze sieht man eine kleine Hornmilbe. Die mag ich ja total gern. Ich finde, die sehen irgendwie erstens mal mega spacig aus. Dann sind es natürlich sehr nützliche Tiere. Und was ich so spannend finde, die bauen sich aus Sandkörnern und Resten von Chitinpanzern, von verstorbenen Insekten, ein Dach über den Rücken. Hier sieht man es. Das dient zum Schutz. Und manchmal ist das Dach höher als die ganze Hornmilbe. Das sieht doch mega schräg aus. Ja, aber wieder zurück zum Sackträger. Was ich auch wahnsinnig interessant finde, wie die sich fortbewegen. Und zwar haben die sehr ausgeprägte Kieferwerkzeuge, mit denen sie sich förmlich richtig in den Boden hacken. Man kann es hier sogar ganz gut sehen. Sie versucht da jetzt Halt zu finden und krallt sich dann fest und zieht quasi das ganze Haus mit hinterher. Ja, und dann konnte ich eine mega spektakuläre Beobachtung machen. Und genau da lief die Kamera nicht. Ey, ich habe mich so geärgert. Ich saß dann den ganzen Nachmittag da vor dieser Larve und habe gewartet, bis die nochmal diesen Move macht. Und tatsächlich, sie hat es nochmal getan. Den Raupen-Salto-Mortale-Überschlag. Wahnsinn. Aber anscheinend machen die das, um sich schneller fortbewegen zu können. Ja klar, da hat die mit einem Überschlag natürlich eine Menge Weg gespart. So, jetzt war mein Interesse endgültig geweckt und ich begann zu recherchieren. Es handelt sich also bei dieser 4 mm kleinen Larve um einen Schmetterling. Und das Weibchen verpuppt sich, schlüpft und bleibt in diesem Kokon. Das Weibchen hat nämlich gar keine Flügel. So, und das Männchen muss jetzt möglichst synchron schlüpfen, denn für das Männchen läuft ein Countdown. Das Männchen hat Flügel und muss jetzt so schnell wie möglich das Weibchen finden. Und das muss so schnell gehen, dass das Männchen unterwegs nicht verhungert, denn beide haben überhaupt gar keine Mundwerkzeuge, können also gar keine Nahrung aufnehmen und leben deswegen auch nur ein paar Stunden. Und in dieser kurzen Zeit muss alles passieren. Wenn das Weibchen begattet ist, legt sie die Eier in den Kokon, ja, und dann ist für beide der Lebenszweck erfüllt und sie sterben.